Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedauere, dass das Gericht entschieden hat, dass die Gegendemonstration mit Lautsprecherwagen bis vor den Zaun kommen durfte. Ich habe nichts gegen Protest, ich habe nichts gegen Demonstrationen, ich habe nichts gegen freie Meinungsäußerung, aber ich lege Wert darauf, dass das Grundgesetz für uns alle gilt. Und dieses Grundgesetz und die Thüringer Verfassung, auf die ich vereidigt bin, macht es für mich heute wichtig, dass ich hier bin, denn in diesem Grundgesetz steht etwas, was für mich von großer Bedeutung ist. Das Thema heißt Religionsfreiheit und Religionsgewährung. In dieser wunderschönen Stadt Erfurt haben wir Platz für Kirchen, katholische Kirchen, evangelische Kirchen, und ich freue mich, dass die Kirchenvertreter heute unter uns sind, sowohl die katholische als auch die evangelischen Gemeindevertreter. In dieser Stadt gibt es eine lange Tradition von Juden, die in unserer Stadt leben. Deswegen freue ich mich, dass Reinhard Schramm unter uns ist. Und wir haben als Kabinett heute Morgen in der kleinen Synagoge getagt, weil wir als Kabinett uns heute auseinandergesetzt haben mit dem Thema Antisemitismus. Und der Beauftragte der Bundesregierung war heute an der Kabinettssitzung zugegen. Mit Reinhard Schramm und mit Professor Knigge und Professor Ganzenmüller haben wir über Ausgrenzung und über Stigmatisierung geredet. Das Thema Antisemitismus ist ein fundamentales Thema. Wenige Tage nach dem 80. Jahrestag der Reichspogromnacht, also der Nacht, in der unsere jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger von solchen Hassparolen niedergemacht und ihre Synagogen angezündet und verbrannt worden sind und Tausende von Menschen ins KZ Buchenwald gebracht worden sind. Deswegen, wenn wir heute darüber reden, was heißt für uns Religionsfreiheit, dann heißt es, dass wir garantieren müssen als Staat, dass jeder, der seine Religion friedlich lebt, diese friedliche Form ihrer Religionsausübung auch garantiert bekommen können muss. Und von niemandem das Recht abgesprochen werden darf, darauf Einfluss zu nehmen, ob ein Gebetshaus gebaut wird oder nicht. Und wenn ich manches von dem, was da draußen herüberschallt, und manches von dem, was ich in meinem Briefkasten, ich wohne ja nicht weit von hier, in meinem Briefkasten vorgefunden habe, erinnert mich das an die gleiche Diktion, die man vor 100 und 150 Jahren auch bei uns lesen konnte, wenn eine Synagoge gebaut wurde. Und später, vor 80 Jahren, hat es dann in die offene Vernichtung geführt. Deswegen, meine Damen und Herren, wenn wir heute hier versammelt sind, bin ich hier als Ministerpräsident, um deutlich zu machen, dass jeder das Recht haben muss, seine Religion leben zu können und leben zu dürfen. Es gibt ein Grundprinzip, das wir von jedem verlangen. Das gilt aber dann wirklich für jeden, nämlich friedlich zu sein, miteinander den Ausgleich zu suchen und damit deutlich zu machen, dass jeder auf seine Art seinen Weg in unserer Gesellschaft gehen können muss. Ich sage danke für die Einladung, aber als Erfurter Bürger bin ich betroffen, wenn ich höre und immer wieder erlebt habe und mir habe erzählen lassen müssen, was Herr Malik stellvertretend für die Ahmadiyya-Gemeinde in dieser Stadt aushalten musste oder was an diesem Bauplatz sich abgespielt hat, welche Form von Intoleranz wir alle erleben mussten, als hier nachts Kreuze aufgestellt worden sind und die evangelische Kirchgemeinde das in ihrem Kirchenblatt abgebildet hat, habe ich das auf meine Facebook-Seite genommen, um mich mit der evangelischen Gemeinde solidarisch zu erklären und bekam dann sofort juristisch ein Abmahnverfahren und musste einige tausend Euro aufwenden, um abzuwehren, was diese Leute, die illegal auf diesem Platz die Kreuze errichtet haben, was diese Leute an Einschüchterungspolitik betreiben wollten, sogar im Internet. Und jeder, der meine Facebook-Seite oder Twitter-Account retweetet hat, bekam die gleiche Abmahnung. Und der Pfarrer Münnig musste dafür auch persönlich dann gerade stehen, so wie ich gerade stehen musste. Aber wir haben es abgewehrt, weil wir der festen Überzeugung sind, dass diese Form von Anbringen von Kreuzen auf diesem Platz ein Missbrauch des Kreuzsymbols ist. Und wenn
Und wenn wenige Tage später auf diesem Platz Schweineköpfe abgelegt werden und Schweineblut aufgebracht wird, dann ist das genau das, was ich meine, was das Grundgesetz verbietet, nämlich religiöse Intoleranz. Zu glauben, dass man einer anderen Religion entgegentritt, indem man sie verächtlich macht oder indem man sie niedertritt. Denn das Symbol des Schweinekopfs ist dasselbe, was Reinhard Schramm bzw. Wolfgang Nossen vor 18 Jahren in der Synagoge aushalten mussten. Der Brandanschlag auf die Erfurter Synagoge und auch das Werfen von Schweineköpfen und das tägliche, immer wiederkehrende Schänden von jüdischen Grabsteinen, was ja erst vor wenigen Tagen wieder in Sondershausen passiert ist. Und deswegen bin ich froh, dass die Landtagsfraktionen der demokratischen Parteien heute hier sind, dass die CDU genauso selbstverständlich hier ist wie die Bündnis 90 Grünen, SPD und die Linken und dass wir als politische Verantwortliche aus dem Parlament mit den Religionsvertretern gemeinsam hier sind und sagen, religiöse Vielfalt heißt es, solidarisch einen Kreis um diejenigen zu bilden, die angegriffen werden. So wie vor 18 Jahren die Synagoge angegriffen wurde und alle aus dem Gottesdienst an dem Morgen kamen, es war ein Ostermorgen, alle, die zur Synagoge kamen. Und genauso froh bin ich, dass heute auch nicht nur sehr lautstarke Schreihälse da draußen sind, sondern eben auch sehr viele Erfurter, die deutlich machen, wir stehen solidarisch um die Grundsteinlegung, weil wir solidarisch auch zu dieser Moschee stehen. In diesem Sinne, Herr Waggishaus, bin ich sehr froh, dass wir heute zusammenstehen und dass wir deutlich machen, Religionsfreiheit und Religionsgewährung ist ein wichtiges Prinzip unserer offenen Gesellschaft. Und ich freue mich, denn die Partnerstadt von Erfurt ist Haifa. Und ich freue mich, dass wir vorhin darüber gesprochen haben, dass die andere wunderschöne Moschee der Ahmadiyya-Gemeinde auf dem Berg Karmel in Haifa steht. Und von Haifa aus betrachtet auf Thüringen, sage ich mal, wenn in Israel und in Haifa eine Ahmadiyya-Gemeinde in unmittelbarer Nähe der Bahá'í-Gemeinde und des Ortes der Bahá'ís steht, dann wird deutlich, dass religiöse Freiheit und religiöse Vielfalt auch bedeutet, sich auszuhalten, gemeinsam sich auszuhalten. Das heißt auch, dass wir natürlich miteinander reden müssen, wenn Religion missbraucht wird. Nicht nur die da draußen missbrauchen Religion, wenn sie vom christlichen Abendland reden, das sie verteidigen, vorgeben. Ich habe das Gefühl, dass die noch nie in der Kirche waren oder vom christlichen Abendland jedenfalls nichts verstanden haben. Aber wenn wir über Religion reden gemeinsam, müssen wir auch immer zur Kenntnis nehmen, dass Religion dazu neigt, auch missbraucht zu werden. Und deswegen dürfen wir, und das sage ich aus tiefer Überzeugung, Antisemitismus nicht weiter wachsen lassen. Und wir müssen jede Form von Antisemitismus thematisieren und auch entgegentreten. Und es ist völlig egal, ob sie von Zuwanderern kommt, ob sie von einem muslimischen Mund kommt oder aus einem linksradikalen oder rechtsradikalen Mund kommt, weil am Ende geht es darum, Menschen zu unwerten Menschen zu deklarieren. Und deswegen ist Antisemitismus für mich ein Gradmesser, bei dem wir auch am Tag der Grundsteinlegung der Moschee hier in Erfurt sagen, wir wollen und werden zusammenstehen. Applaus. Herr Waggishausen hat davon gesprochen, wie kompliziert es war, einen Bauplatz zu finden. Ich kann mich daran erinnern, weil ich viele der Gespräche mitgeführt habe. Und am Ende bin ich doch froh, dass es jetzt soweit ist, dass es vorangeht. Ich weiß, was in Pankow, Heinersdorf gewesen ist, als der Bau losging. Ich weiß, was die Menschen in der Region dort aushalten mussten. Und heute ist Pankow-Heinersdorf eine offene Moschee, die auf einmal zu einem sehr friedlichen Ort geworden ist. Deswegen bin ich auch überzeugt, dass in Erfurt diese Moschee an dieser Stelle zu einem sehr friedlichen Ort beitragen wird und ihren Beitrag dazu leisten wird. Aber besonders spannend finde ich die Adresse dieser Moschee, dass sie an der Straße von Christophorus gebaut wird, also dem Schutzheiligen, derjenige, der für die Reisenden zuständig ist, und dass die Ahmadiyyas keine Angst davor haben, dass einer der 14 Schutzheiligen sozusagen der Straßennamengeber ist. Das ist für mich ein Omen,
das darauf hindeutet, dass Toleranz die Grundlage ist, mit der wir hier zusammenstehen wollen und zusammenstehen werden. Und meine Damen und Herren, als evangelischer Christ gebe ich zu, dass für mich der Islam ein Teil meines eigenen Glaubens ist, weil wir uns alle gemeinsam auf Abraham beziehen. Und deswegen ist unsere älteste Geschwister sind die Juden. Wir kommen dann in der Mitte und obendrauf, wenn wir auf den Schultern stehen würden, die Muslime. Und jeder von uns kennt auch den Missbrauch der Religion. Deswegen gibt es nicht die Guten oder die Schlechten, sondern es gibt diejenigen, die friedlich miteinander leben wollen und ihre Religion friedlich ausdrücken. Und es gibt diejenigen, die meinen, über die Religion Menschen radikalisieren zu müssen. Deswegen ist nicht der Islamismus gleich dem Islam. Und wir müssen uns abgrenzen davon, dass jeder, der ein Täter ist und ein Mörder ist, gleichsam den Namen der Religion in den Mund nehmen darf. Das darf er nicht. Denn keiner von uns, der religiös gebunden ist, hat einen Gott, der ein rächender Gott ist. Unser Gott zwingt uns, friedlich zu sein, ein friedliches Miteinander. Und deswegen wünsche ich der Moschee eine friedliche Zeit, dass von der Moschee Frieden ausgehe. Und ich wünsche Ihnen allen einen friedlichen Tag.